Erstmal umgucken. Munition und. The Bureau sent us refined blueprints for the new Fumium batteries. The drafts have come a long way since my time at the university. These new prototypes should amend any issues that were known to have caused the shutdown at the Cat Kennet Island research project. The way the battery works is now based on Gwilhelm's grid. It's made of Fumium-enhanced steel, holding the Fumium grains nicely intact and should prove to be a lot more stable than before. Out of curiosity, I took a peek at the Cat Kennet project, but there's no info, a complete blank. Well, apart from a dry note in the archives. Research complete, station closed. Along with the new batteries, we also started to produce Fumitons, which are powered by these powerful battery cells. They're an evolution of the basic model of quadrupedal Arrak 3, which used to have a coal-burning module with a boiler and a simple piston. We replaced the whole system with a simple expansion chamber for the battery and more robust piston parts. Okay, das ging jetzt gerade darum, dass Fumium-Batterien super toll sind. Und dass sie so ziemlich alles durch Fumium-Batterien ersetzt haben. Hm. Oh, stimmt ja, ich kann die Sachen ja auch ziehen. Hm. Das heißt, ich gehe nochmal zurück und guck mir nochmal die Ecken an, wo ich gerade war. Dich kann ich zum Beispiel nicht ziehen und dich kann ich auch nicht ziehen, Mist. Ich kann euch nur schieben. Und zerdeppern kann ich euch auch leider nicht. Ich kann aber einfach den Knopf hier drücken, den ich gerade gesehen habe. Und dann das dritte Secret gefunden. Ein Schwert. Das etwas schneller ist. Eine Combat Fuse. Oh, das ist praktisch. Und ob ich das Schwert benutzen sollte? Also den Dolch? Sting, also Stich, also Pilbus. Dolch. Hm. Macht Acid-Schaden. Und hat einen viel schnelleren Cooldown. Ja, mit dem Ding kann ich ordentlich rumhauen. Ich war nur der Meinung, dass ich irgendwas Gruseliges gehört hatte. Also ja, solche Spiele haben halt auch eine etwas düstere Atmosphäre teilweise. So, dich könnte ich theoretisch hier hinziehen. Bringt mir das was? Dich kann ich leider nicht verschieben von hier aus. Dich auch nicht, dich auch nicht. Okay. Ich muss nämlich irgendwie an diesen Hebel rankommen. Hm? Also du hast mir schon mal gar nichts gebracht. Also kommst du wieder dahin zurück. Dich kann ich auch nicht weiter so verschieben.
Dich kann ich gar nicht verziehen oder verschieben. Dich kann ich nur um 1 verziehen oder verschieben. Ich könnte dich 1 zurückziehen. Das bringt mir aber auch so gut wie gar nichts. Dich herumschieben bringt mir vielleicht was. Ansonsten habe ich gerade nichts, was ich verschieben oder verziehen könnte, außer dem hier. Nee, das war wohl zu weit. Krieg ich dich noch eins zurück hier? Da bin ich aber hier eingesperrt, hey. Das bringt mir leider auch gerade nichts. Das bringt mir jedoch was. Nein. Ah. Okay, ich glaube, ich weiß wie. So. Jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. Zum Beispiel den Rusty Digger. I just gave birth to a beautiful girl, Sophie. It all went well. I should probably feel guilty about this, but I'm not all that excited. I don't even feel exhausted, physically or mentally. To be honest, I'm just anxious to get back to the research seat as soon as possible. That's what I'm here to do. Mhm. Also Familie ist hier nicht so wichtig. Sie will einfach nur die Forschung hinkriegen. So, ich weiß ganz genau, wer ich hier aufmache. Komm, Mr. Hammer Time. Und will ein Stück von uns, ouch, abhaben. So, ich habe ihn säurig gemacht.
Aha. Hier hast du mich nicht getroffen. Jetzt bist du wieder Säure. Edge Badge. Und damit hast du dich selber getötet. Kann ich mich jetzt nicht beklagen. Ein regular Shield. Shield Braces Modul, okay. Das heißt, ich nehme dich einfach mal so mit. Handle fixed. Wer auch immer die Liftwartung das letzte Mal getan hat, hat einen sehr erbärmlichen Job gemacht. Der Energiehebel ist wieder gebrochen. Ich kann mich nicht mehr auf diese Dummköpfe verlassen. Es bringt nichts darüber zu jammern. Ich mache selber einen besseren Job. Mit den guten alten Händen von Wolfcalf. Henry Wolfcalf, Chief Robotics Engineer. Okay. Die Korba möchte ich ungern weggeben. So. Eine neue Fähigkeit. Für 10 Sekunden minus 24% Schaden. Das ist nicht schlecht. Das ist mein letztes Fumium-basiertes Spielzeug. Der Regenschirmfeldgenerator. Es kann eine statische Schutzbarriere erschaffen, die jeglichen Schaden von der Umgebung absorbiert. Sehr nützlich, wenn man mit Arbeitsdrohnen und anderen dritte Generation Fumatons arbeitet. Es ist bizarr, dass wir nun eine Art Schutz brauchen von den Robotern, die wir selber erschaffen haben, um uns zu dienen oder für uns zu arbeiten. Aber das ist die brutale Realität. Was noch mehr bizarr ist, ist der Gedanke, diese Fakten auszusprechen. Also, dass es sehr unschön ist, diese Fakten auszusprechen. Ja. Aha. So, wir haben den Händel, den können wir gleich mal einsetzen. Ich habe auch immer noch die Arbeitshandschuhe hier. Wow. Ich habe mir sowas in der Art gedacht. Ich habe noch nicht erwartet, dass hier so viel Spielzeug angerannt kommt. Ja, gegen die mache ich halt fast keinen Schaden mehr. Der Typ ist halt garstig. Oh, und er kann mich halt wegtreten. Das wird jetzt übel. Haha.
Au, ich sollte gucken, dass ich dem besser ausweiche. Der schießt ziemlich schnell, der Junge. Ah, er bringt aber 30 Fumium. Aber keine Munition. Das ist jetzt wiederum nicht so toll, dass er keine Mun bringt. Hm. Ne, hier ist auch nichts zurückgeblieben, oder? Das sind nur... Ist da was, oder sind da nur irgendwelche... Ne, ist nur Wasser, aber war sehr cool, dass das andere Vieh, die Minispinne, es geschafft hat, mich einfach zu umgehen. So, die Statistiken sagen, wir haben hier alle Secrets, oder? Ja. Das heißt, wir können ins nächste Level hochfahren. Mhm. Ist auch mal cool, dass wir einen Aufzug nehmen und nicht immer nur Treppen. Oh, hier sieht's aber dann arg nobel aus, wenn ich dem Loading Screen trauen darf. The Librarian, also die Bibliothek. This is a bit too quiet. Ich könnte hier aufmachen. Ich kann die Dinger nicht anschauen. Hier brauche ich wieder einen Schlüssel. I need a key. Ein Silber- und einen Rostschlüssel brauche ich, okay. Was sagen die Statistiken hier über Secrets? Zwei nur, okay. Ja. So, dich mal aus dem Weg räumen. Und dich aus dem Weg räumen. Du droppst einen rostigen Schlüssel. War irgendwie fast schon zu klar. I need a key. Das ist dann der Key hier. Mhm. Groß und weitläufig und verdammt viele Türen, die man mit einem Knopf öffnen kann. Ja, fangen wir Uhrzeit, also fangen wir bei 12 Uhr an und gehen uns gegen den Uhrzeigersinn durch. Francis Bow, Library Section Director. Mhm. Au. Das hätte nicht sein müssen.
Au! Was zur Hölle? Das hätte auch nicht sein müssen. Okay. Oh, das war auch nicht so schön. Wow, das war knapp. Ich hasse dich. Ich hasse diese Spucker. Ja, spring, ich baller dich ab. So. Mhm. Plus 3 Combat. Und erhöhte Integrity. Hm, nicht schlecht. Iron Dagger. Der wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ist nämlich schneller als das rostige Schwert. Macht aber genauso viel Schaden.